Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück mit King's Quest 7, die prinzlose Braut. Und wir sind schon in Kapitel 3 und mir ist eben eine Aufnahme abgekracht. Wie schön. Fangen wir das also nochmal an. Es geht gleich weiter und wir sind wieder mit Verlanis und einer komischen, fiesen Echse. Mal gucken, ob die uns auffressen wird oder so. Wahrscheinlich. Ich möchte sie nochmal sterben lassen. Vermutlich sollte ich etwas tun, um die Aufmerksamkeit dieses Monsters von mir abzulenken. Genau. Das wusste ich natürlich vorher. Aber es macht ja nichts, mal in einem Adventure ein bisschen zu sterben. So, da. Nimm, friss. Die Kaktusfeige nämlich. Die Kaktusblüte. Ein super empfehlenswerter Film übrigens mit Ingrid Bergman und Goldie Hawn in ihrer allerersten Rolle. Super witzig. Ich gucke mir den immer wieder gerne an. Ja, nun haben wir diese Echse vertrieben. Und da sieht es doch so schön grün aus. Gucken wir mal, was da vor uns liegt. Oh, wie schön. Alles so schön bunt hier. Ich glotz TV, was ist denn das hier? Diese Blumen riechen himmlisch. Ja, wie schön. Und das ist doch auch wunderschön kitschig ohne Ende. Die Statuen sind wunderschön. Ja. Unglaublich. Super, passen doch toll in deinen Schlossgarten, ne? Und da kann man mit Sicherheit was reinfüllen und hier wird man vielleicht irgendwann was rausquälen. Aber das erst viel später. Na, gehen wir mal weiter. Brücke ist kaputt hier, der Fluss ist trocken. Und hier liegt ein Hirsch herum unter einem großen Baum. Toll. Und er heult auch. Okay. Ich rate dir, kehr um, Valanis. Diese einst magischen Wälder wurden verflucht und niemand ist hier sicher. Kann mir mal einer verraten, warum der Hirsch weiß, wie ich heiße? Ich habe mich doch überhaupt nicht vorgestellt. Und das ist auch wieder ein Fehler im deutschen Skript. Im Original ist das überhaupt nicht so. Wir quatschen aber erstmal mit dem Vieh hier. So. Ich bin Valanis von Daventry. Ja. Jetzt stellt sie sich vor. Toll. Und ich schätze deine Anteilnahme. Aber ich habe eine Aufgabe, von der mich nichts abbringen kann. Ich muss deine Wälder betreten. Ja, mach das. Du bist mutig, aber du sollst eins wissen. Die Eiche, die du zuvor gesehen hast, war einst meine Frau Ceres, die Mutter Natur ist. Ich konnte es nicht verhindern, dass sie in einen Baum verwandelt wurde, da ich bereits in einen Hirsch verwandelt worden war. Ja, ich wurde bereits in einen Hirsch verwandelt. Attis, Herr der Jagd, konnte sie nicht beschützen. Na, so ein Ding, aber auch... Wer hat aber so etwas Schreckliches getan, Lord Attis? Malicia natürlich. Wer sonst? Der Angriff kam so plötzlich und so heftig, dass ich nichts sehen konnte. Nur ein Edler des obersten Hofes von Etheria könnte so viel Macht besitzen. Aha. Aber das ist undenkbar. Na, wer weiß, was hinter dieser Malicia noch steckt so. Dein Verlust tut mir leid, Artis. Ja, mir aber auch. Aber ich muss weitersuchen. Ja, dann laber nicht rum. Mein Freund. Valanis, warte. Ah, okay. Sei gewarnt. Weit im Westen befindet sich der Wald des verwunschenen Volkes. Betritt ihn nicht, da das verwunschene Volk nie freundlich, aber immer hungrig ist. Aha. Danke, Lord Artis. Cool. Möge es das Schicksal gut mit uns meinen. Ja, unter Garantie. Jetzt würde ich nur gerne wissen, was... Ich habe noch gar keine Eiche angeguckt. Die gucke ich mir jetzt an. Das ist nämlich Lady Ceres. Lady Ceres, ich werde dir helfen, wenn ich kann. Genau. Und das hier? Welche niederträchtige Kreatur trieb diesen Flock in den Baum, in Lady Ceres? Dieselbe Kreatur, die sie in einen Baum verwandelt hat. Furchtbar. Wenn ich nur wüsste, wer das war, Valanis, ja, würde ich mit es. Sicherheit dafür sorgen, dass er es bereut. Mhm. Ich befürchte, meine Lady wird an dieser Wunde sterben. Ach, aber Gott. Ich kann nichts tun mit diesen plumpen Hufen. Na, das müssen wir ja irgendwie verhindern, oder? Kannst du uns noch irgendwas erzählen, du alter Hirsch? Gibt es nichts, das den Fluch brechen kann, mit dem du und deine Frau geschlagen wurden, Artis? Vielleicht.
aber ich weiß nicht wie. Feldspat, der uralte Felsengeist, könnte es mir sagen. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, ihn zu wecken. Du siehst, ich werde mit jeder Stunde, die vergeht, mehr zu einem richtigen Hirsch. Das Denken bereitet mir immer größere Schwierigkeiten. Nicht nur als Hirsch. Die Schatten des Waldes drängen in mein Blut. Ja, wenn ich eine Möglichkeit finde, dir zu helfen, werde ich es tun, Lord Artis. Ja, dafür werden wir schon sorgen. Genau, so. Noch was? Armer Kerl. Nein. Ich sollte ihn zufrieden lassen. Genau, wir sollten hier nämlich auch mal langsam weiter wandern. So, das tun wir jetzt auch. Genau. Und schau mal, vielleicht finden wir diesen alten Felsspat und vielleicht finden wir einen Weg, die beiden wieder in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuverwandeln. Weiß man nicht. Da gehen wir nicht hin, da wohnt das unfreundliche, aber hungrige Volk. Das tun wir erst sehr viel später. Da jetzt keine Lust zu sterben. Ja, ich bin ja schon ein paar Mal gestorben. Extra euretwegen, obwohl ich das eigentlich gar nicht muss. Weil ich das Spiel nämlich richtig gut kenne. Allerdings mich nicht an die ganzen Bugs in der deutschen Version erinnern kann. Und hoffe auch, dass nichts Schlimmes passiert. Das ist schon schlimm genug hier. Guck mal. Ja. Oje, oje. Hilfe. Ja. Oje. Na toll. Ganz ruhig, mein kleines Juwel. Bald bist du all deine Probleme los. Ja, weil wir jetzt kommen und den erstmal in die Kiste tun. So einfach ist das nämlich. Aha, da, weg ist er. Hey, wer hat die Sonne geraubt? Niemand. Wer hat mein Essen weggenommen? Ich. Wo bin ich? In einer Schachtel. Beruhig dich erstmal ein Weilchen, mein kleiner Freund. Das ist unfair. Finde ich auch. Upsa. Ja, das ist aber wirklich unfair. So, dann befreien wir mal dieses kleine flatternde Tierchen da. Reißen. Wuse. Wow, bitte ist schön. Das Spinngewebe auch weg. Niedliches Geschöpf. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja. Ich schulde dir mein Leben, my lady. Ich weiß, ich bin sehr winzig. Aber wenn ich kann, würde ich dir mal einen guten Dienst erweisen. Das werde ich ganz bestimmt. Leb wohl. Ja, mach's gut. Naja, vielleicht später mit der Blume. Ne, da war ja so ein... Da waren ja so ein paar Kolibris oder was auch immer, das ist am Flattern. Ah, jetzt wird es wirklich ätzend. Und so rosa, ein shitty girly game. Haha, nein, ist es nicht. Nein, nein, das ist kein shitty girly game. Halt, wer da? Ich? Valanis von Daventry. Schrei doch nicht ich so. Ich bitte, in diese Stadt eingelassen zu werden. Ah. Du darfst diese Stadt nur betreten, wenn du mir die heilige 1-Tonnen-Tomate von Antiochia bringst. Machen wir doch sofort. Das ist ja lächerlich. Sowas gibt's doch gar nicht. Doch. Oh, und du lässt dich von so einer kleinen Winzigkeit aufhalten? Du verdienst es nicht, in diese Stadt zu kommen. Ha, das kann uns doch aber völlig egal sein. Wir latschen nämlich jetzt hier einfach durch die kleine Tür. Halt. Rühr diese Tür nicht an. Du kannst da nicht durch. Da ist ein riesengroßer Hühnerhase auf der anderen Seite. Oh, genau, den will ich sehen. Ein riesengroßer Hühnerhase. Ja, rein da. Angucken. Ich werde mein Glück versuchen. Genau. Halt! Das kannst du nicht tun. Das war zu spät. Habe ich aber schon, kleiner Freund. Oh, wenn ihr alle zu allen kleiner Freund sagt. Ja, mach. Geh. Verzieh dich, du Ratte. Oder was auch immer das ist. Und der ist auch ätzend hier. Kläffender Pudel. Japs. Stopp. Japs. Ich, Erzherzog Fifine Jipjap, befehle es. Du bist hier eine Fremde und hast in der Stadt der Hundesrepublik nichts zu suchen. Aha, komm. Bitte, den überzeugen wir jetzt. Ihr müsst mich gewähren lassen. Ich habe ein Anliegen von größter Wichtigkeit. Ha, das sagen sie alle. Und als nächstes rauben sie dann die Stadt aus. Erzherzog Jipja, ich würde niemals. Nö, wir doch nicht. Jetzt kläff hier nicht rum, du blöder Köter.
Also mit Reden kommen wir mit dem nicht weiter, wohl aber mit unserem Heulkamm hier. So, das machen wir jetzt auch gleich. Genau. Heul, Flensch, Luchz. Werter Herr, ich will nichts von eurer Stadt. Ich suche nur nach meiner verlorenen Tochter Rosella. Sie wurde mir durch dunkle Mächte geraubt. Jetzt fürchte ich, sie niemals wieder zu sehen. Du quietschst doch nicht so hoch. Das ist ja furchtbar. Dann fängt der auch noch an zu flennen. Das ist die traurigste Geschichte, die ich je gehört habe. Das ist das ätzendste Kapitel im ganzen Spiel, finde ich. Es gibt doch schlimme Stellen, aber diese Figuren finde ich alle grausig. Vergiss nicht, mit einem Salzkorn den Scherzartikelladen zu besuchen. Okay. Ich hoffe, du findest deine Tochter. Ja, also ein Salzkorn haben wir ja zum Glück schon, das ist gut. Hm. Du altes Ferkel, das ist doch schlimmer als Lago, La Grande. Sie nicht, werte Dame. Sie ist sehr dämlich. Ja, aber fast so dämlich wie du, aber auch nur fast. So, dann geht der davon. Wir packen erstmal unseren Kamm beiseite und betreten den Porzellanladen mit Elefant oder mit was? Nein, mit Stier. Ein Stier. Ein heulender Stier. Oh mein Gott, nochmal. Willkommen. Das ist ein Geflänne in diesem Spiel. Ich bin Fernando Bullforth. Ja, sehr schön. Fernando. Guten Tag, Fernando's Sir. Hideaway. Oh, das ist kein guter Tag. Es ist ein schrecklicher Tag. Ein schwarzer Tag. Das ist ja furchtbar. Es tut mir leid, das zu hören, Fernando. Gibt es irgendwas, wie ich dir helfen kann? Nein. Nicht bevor du mein Schätzchen gefunden hast. Ja, da helfe ich dir doch schon mit, indem ich das finde. Jemand hat deinen kleinen Schatz gestohlen. Was denn noch? Wie oh, Mann. War es Gold oder waren es Edelsteine? Ja. Nein. Diamanten. Es war Schätzchen. Ah. Mein kostbarer Porzellanvogel. Na, wenn das alles ist, der wird ja wohl aufzutreiben sein. Schätzchen mehr als alle Sterne am Himmel. Ja. Du bist meine einzige Freundin. Und jetzt? Jetzt ist sie fort. Das ist ja furchtbar. Na, dem Stierchen muss geholfen werden, oder? Flenter noch eine Runde, kann ich nichts machen. Nase popeln und leider nochmal mit ihm reden müssen. Weißt du, wer deinen Vogel gestohlen haben könnte? Oh, das könnte jeder getan haben. Vielleicht der Erzherzog. Jeder in der Stadt hätte gern mein Schätzchen für sich gehabt. Die kleine Henne. Oder die Ratte auf dem Turm. So, wir könnten den noch mehr fragen, aber es bringt uns auch nicht weiter. Also er gibt uns keine großen Tipps mehr. Gucken wir uns lieber ein bisschen Diese um. Diese Sachen sind so schön. Ich habe direkt Angst, hier zu atmen. Dann halt die Luft an, Valerie. Das sieht alles zerbrechlich aus. Ja, deshalb steht da ja auch ein Stier und kein Elefant. Und das Teil sieht auch noch gut aus hier. Sehr interessant. Entschuldigung, guter Mann. Aber was kostet diese herrliche Maske? Der Preis beträgt 100 Goldstücke, my lady. Aber du bekommst sie für 80. Hammer nicht. Ich brauche sie nicht mehr. Dann kannst du es auch schenken. Unglücklicherweise habe ich kein Geld. Trotzdem, danke. Ja, gern geschehen. Und jetzt gehen wir wieder, weil... Also das Geflänne ist ja unerträglich. Furchtbar. Aber noch unerträglicher ist das Viech hier. Ist das eigentlich eine Verwandte vom Cedric? Ich sagte, der Himmel fällt runter. Vielleicht ist es gar keine Henne, sondern eine kleine Eule. Das sieht aber nicht so aus. Obwohl, wer weiß. Kann man mit der noch was reden? Ich konnte nicht umhin, dich zu hören, meine Liebe. Ich konnte nicht umhin, wow. Warum glaubst du, dass der Himmel runterfällt? Ja. Ich weiß, der Himmel fällt runter. Die nervig. Also ich bin fast überzeugt, dass es doch eine Verwandte vom Cedric ist. Aus King's Quest 5. Bist du jetzt nicht weitermachen? So, hier hängt noch ein Zettel, den lesen wir gerade. Geschwinde. Die Musik nervt auch. Das Rathaus ist geschlossen.
Ja. Komme später wieder, um zum Massenball anlässlich der Geburtstagsfeier des Erzherzogs zu gehen. Oh, Fete, da müssen wir das hin. Das hört sich nach einer riesigen Gaudi an. Ja klar, da werden wir auch garantiert hingehen. Ja, ich würde vorschlagen, dann gehen wir doch mal einen Bildschirm weiter und gucken, was es da noch so gibt. Ah, die schon wieder. Der Himmel fällt runter. Dann du vielleicht was. Sorry, ich habe gerade eben mal in Audacity runtergeklickt, deshalb gab es einen kleinen Bip. Warum? Ja. Ich sage dir warum, meine Liebe. Das liegt daran, dass du nicht ihre Aufmerksamkeit erregst. Aber ach nicht? Ich finde schon. Wenn du mit diesem erstklassigen Knüppel auf dem Schädel haust. Oh Mann! Kann der nicht mal freundlicherweise irgendwer den Hals umdrehen? So, schaut mal, was hier steht. Ein Vogelkäfig. Könnte doch das Schätzchen sein. Hier ist noch ein kleiner Rabe oder eine Krähe oder eine Elster. Nein, eine Elster eher weniger. Gucken wir mal. Was für ein süßer kleiner Vogel. Ja. Hallo, mein Kleiner. Hi. Hallo, Mundfäule. Oh. Wie kannst du nur so unhöflich sein? Ja, keine Ahnung. Ich bin Ahnung. Eine Sportdrossel, liebe Frau. Ach so. Was erwartest du? Schnell steck deinen Kopf ins Wasser. Deine Gehirnzellen laufen heiß. Oh Mann. Der ist ja nun echt freundlich. Noch du sowas. Du stinkst wie ein Kettenhund nach dem 100-jährigen Krieg. Ja, das kann ewig so weitergehen. Bedeck dein Gesicht, du verschreckst die Pferde. Hoho. Alle Sprüche, die man sich merken kann für unliebsame Zeitgenossen. Noch ein. Als du geboren wurdest, hat die Eva mit deiner Mutter einen Klaps gegeben. Reizend. Finde ich auch nicht so gut. Du musst von einem hässlichen Baum gefallen sein und auf dem Weg nach unten jeden Ast getroffen haben. Als du ein Kind warst, musste dir deine Mutter einen Schafspelz um den Hals legen, damit der Hund mit dir spielt. Boah. Reizendes Tier, oder? Noch ein? Entweder ist der Pestwagen gerade vorgefahren oder du brauchst wirklich ein Bad. Boah, wie nett. Okay, das soll mal reichen. Ich weiß nicht, wie viele Sprüche der auf Lager hat. Aber wir wollen ja auch noch etwas vorankommen. Reden wir doch mal mit diesem... Was ist denn das eigentlich? Eine Echse oder eine Schlange oder... Nee, eine Schlange nicht, der hat ja Arme, aber irgend sowas. Hallo? Guten Tag. Ja. Kannst du mir vielleicht helfen? Nö. Natürlich kann ich dir helfen, Madame. Was du brauchst, ist ein großes Glas schnell lösliche Brausetabletten. Das wird heilen, was dich plagt. Aha. Und außerdem kannst du es zum Reinigen deiner Töpfe benutzen. Das ist doch eine gute Sache. Ich bin nicht krank, Sir. Außerdem kann ich kaum glauben, was du da versprichst. Ach wirklich? Nun gut, mit Dr. Bullenbrüllers Glauberwasser wirst du alles glauben. Um alle Zweifel zu zerstreuen, kann ich dir versichern, dass es aus reinem Honig hergestellt wird. Aha. Dadurch schwebt es gewissermaßen über allem. Vergessen wir das lieber. Ja. Ich werde anderswo Hilfe suchen. Nein, das kannst du nicht. Du musst da schon bleiben. Aber wir müssen dem wieder die Ohren vollheulen. Tut mir leid, meine Lieben, aber es muss sein. Bitte. Du musst mir helfen. Ja. Dieser Kamm gehört meiner Tochter. Sie ist verschwunden. Sie ist ein wunderschönes Mädchen mit blauen Augen und goldenem Haar. Ja, und einem blauen Kleid. Hast du von ihr gehört? In der Tat habe ich das, gute Frau. Kürzlich hörte ich, sie würde in wenigen Tagen mit dem Trollkönig der vulkanischen Unterwelt vermählt. Nur schade, dass du unmöglich dorthin gehen und sie retten kannst. Was willst du damit sagen? Ich kann da nicht hingehen. Ich kann es oder ich will es. Warum schreibt die eigentlich immer so? Oh. Wo kann ich diese verzauberte Statue finden? Entschuldigung, da hat es ein Bip gegeben. Ich bin sicher, aber das war im Spiel. Was ich hörte, war, dass der Erzherzog sie hat. Ich kann doch nicht einfach etwas vom Erzherzog stehlen. Ach doch, klar. In Wirklichkeit gehört sie ihm nicht. Die Statue ist ein Überbleibsel des Königreichs. Manche sagen, sie gehörte einst Titania, der Feenkönigin.
als sie noch ein Kind war. Niemand weiß, wem sie wirklich gehört. Na gut, in Ordnung. Ich muss diese Salbe haben, wenn ich jemals meine Tochter wiedersehen will. Ja, also das ist das, was ich weggeklickt habe. Da hat er uns gesagt, es gibt ein Mittel, eine Salbe, mit der man durch diesen verwunschenen Wald gelangen kann, in dem diese hungrigen Biester wohnen. Aber dafür braucht er diese Zauberstatue, die müssen wir ihm beschaffen. Sorry, tut mir leid, aber da war jetzt irgendwie ein Hänger im Spiel. Okay, jetzt gucken wir mal hier, was sich da drunter verbirgt. Und das können wir tun, obwohl der zuguckt. Ist das nicht klasse? Guck mal, und er sagt nichts. Ja. Und nochmal klicken. Hallo, kleine Vogel. Ja. Wer bist du? Das ist doch derselbe Stimme wie der Kolibri. Ganz ruhig, mein Kleiner. Dein Freund Fernando sucht dich. Er hat mir gesagt, er liebt sein kleines Schätzchen mehr als alle Sterne, die am Himmel stehen. Du hast ihn getroffen? Ja. Bringst du mich zu ihm? Ja. Bitte? Ja. Klar. Natürlich. Komm, hüpf auf meinen Finger. Genau, mach mal. Und rein ins Inventar mit dir. Da haben wir den Porzellanvogel. Ist ja wirklich süß. Oh ja, guck mal, der ist ja wirklich süß. Ja, guck mal. Bisschen Glubschaugen hat er, aber sonst ist er ganz nett. Gut. Bevor wir den Vogel zurückbringen, gehen wir jetzt uns noch dieses Schild beim Scherzartikelladen angucken, den wir ja angeblich mit einem Salzkorn betreten können. Bin mit dem Auspacken einer Lügenlieferung beschäftigt. Aha. Komme bald wieder. Na gut. Also da können wir momentan nicht rein. Dann gehen wir doch erstmal wieder diesen Vogel bei Fernando abliefern. Und vielleicht kriegen wir dann die Maske dafür. Bestimmt kriegen wir die. Ich weiß es nämlich. Ja. Ah, ist das schön bunt da. Latsch los und Tür auf. Ja. Und der flennt erstmal noch eine Runde. Nein, doch nicht. Da, nimm diesen komischen Vogel. Ich kenne jemanden, der sich wirklich freuen würde, dich zu sehen, Fernando. Ja. Wer könnte das sein? Na, wer wohl? Schätzchen. Ja, Schätzchen. Ah, Flatter. Ein Porzellanvogel, der fliegen kann. Adventures sind doch immer wieder schön. Ich kann dir nicht genug danken, gute Frau. Genau. Komm, gib mir die Maske. Dir das hier zu schenken. Es ist meine neueste Neuerwerbung. Und ich will, dass sie dir gehört. Ja. Siehst du, vorher wollte er uns noch 80 Mark danke, dafür abluchsen Fernando. Oder Goldstücke ich werde oder Euro. An dich und Schätzchen erinnern. Und jetzt kriegen wir sie geschenkt. Na, mich jetzt entschuldigen. Genau, tschüss. Das war doch mal einfach. Ich muss mich mal ganz besonders um Schätzchen kümmern. Genau. Ja, erzähl mir alles. Aber wir möchten nicht wissen, was ihr dann im Hinterzimmer treibt. Nicht wirklich. Auf Wiedersehen. Da kann ich auch sonst leider nichts klauen. Würde ich auch nicht machen. Das wäre ja gemein. Das war ja ein ganz netter. Oh, guck mal hier. Der Maskenball geht los. Oder die Geburtstagsfete. Meine Dame, mein Herr, treten Sie nur herein. Treten Sie herein. Und links das Bein und rechts das Bein. Die Herren machen auf und die Damen treten rein. Ja, Entschuldigung. Ach, das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Das, manchmal ist es so. Besonders in diesem mega, 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 mega nervigen Kapitel. Alles am Spiel. Ja. Yeah. So, jetzt kann sie sich nicht auch verkleiden, weil sie ohne Federn oder Felder nicht reinkommt und da reingehen. Sehr schön. Willkommen, my lady. Ja. Und hereinspaziert mit dir. Oh, was eine schicke Fete. Mit den Gästen können wir nichts reden. Aber hier gibt's Kuchen. Oh, wir kriegen was zu essen. Na, endlich. Es wurde jetzt auch allerhöchste Zeit. Yo, einmal den Finger rein, Valadies. Du bist ein Ferkel. Echt jetzt mal, ne? Kann man das nochmal machen? Ne, schade. Naja, gut, satt ist man davon nicht geworden. Aber man hat ein bisschen was im Magen und kann das Adventure fortsetzen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Erzherzog Yip Yap. Ja, Yippie Yappie.
Ich danke dir, mein loyales Subjekt. Mein loyales Subjekt. Ist ja wieder schön übersetzt, mein loyal Subject, mein loyaler Untertan. Ja, und hier hinter dem Vorhang verbirgt sich aber, das kriegt keiner mit. Schön. Diese Treppen, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, haben sie mich in den Wahnsinn getrieben. Naja, fast zumindest. Da bin ich, glaube ich, da so 10 Minuten rumgeirrt und wusste immer nicht, wohin. Inzwischen, glaube ich, weiß ich es aber doch ganz gut. Hoffe ich jedenfalls. So, dann noch da lang. Und hier ist eine Tür. Die machen wir mal auf. Aua. Ich weiß immer nicht, was das soll und warum die so staubt. Weil sie wahrscheinlich ewig keiner mehr geöffnet hat. Ist möglich. Und jetzt geht's rein. Ja, ach, wie schön. Es ist schon wieder so schöne Sachen hier. Guck mal, eine kleine Statue. Tja, ich schätze, in Zukunft wird man Geschmacklosigkeit neu definieren müssen. Das fürchte ich auch fast, ja. Und so ein schöner Brunnen. Was für ein komplett scheußlicher Springbrunnen. Ja, da gebe ich dir mal recht. Dann können wir mal die Spiegel alle angucken hier. Oh, das sind Zerrspiegel, wie auf dem Jahrmarkt früher gab es sowas. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas heute noch? Ich bin ewig mehr auf dem Jahrmarkt gewesen. In die gehe ich nicht. Wir gucken uns noch diese Spiegel an. Auf dem Hamburger Dom gab es sowas immer. Fand ich total klasse. Jo, und den auch noch. So. Wunderschön. Und was hängt hier noch? Trauben, aber die kann ich angucken. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal an diesen Spiegel. Und was passiert da? Wir werden durchgezogen. Magisch, magisch. Wow, ist das Erzherzog Fifis Gemach hier. Sieht ja toll aus. Gucken wir uns mal das schöne Bild an. Erzherzog Fifi, du siehst auf der Leinwand genauso blöd aus wie in Wirklichkeit. Ja, das ist ein wahrer Satz. Hier ist eine Schublade und wir machen immer Schubladen in Adventures auf. Mehr können wir hier sowieso nicht tun. Was da wohl drin ist? Oh, sollte es sich hier um die Statue handeln? Ja, und der Händler hatte auch gesagt, was ihr leider nicht mitbekommen habt, wenn man die Statue mit einem Gegenstand einer Person benutzt, von der man wissen will, wie es der geht und was die macht, dann sagt die einem das. Und genau das probieren wir jetzt hier aus. Machen das. Bitte, liebe Statue, sag mir, wo meine Tochter ist. Die heult und spricht gleichzeitig. Das ist auch eine Kunst für sich. Befindet sich in tödlicher Gefahr. Schöne im Statue. Dunklen Land von Uga. Ja, da haben wir sie ja hängen lassen das letzte Mal. Oh je, oh je. Rosella! Ah, Rosella, heul. Ja, nun ist ja gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Ton läuft nicht so ganz korrekt. Komm, wir machen die Schublade wieder zu. Ah, geht nicht. Okay, mehr ist hier auch nicht zu tun. Dann können wir wieder raus. Ich gehe da aber gleich nochmal rein, weil ich euch was zeigen will. Finde ich recht lustige Idee. Ich hoffe, dass es in der deutschen Version auch so ist. Geh da nochmal rein. Mama. Und jetzt guck mal, jetzt steht alles Kopf. Finde ich irgendwie sehr schön. Nein, das ist, ihr habt nichts geschluckt und nichts genommen. Das ist tatsächlich in dem Spiel so, dass wenn man da wieder reingeht, alles Kopf steht. Und nun wieder raus. Sehr schön. Und nach oben. Dann laufen wir wieder diese Escher-Treppen. Ich habe gerade noch genug von Escher-Treppen aus einem anderen Spiel. Ja. Aber nun ja, egal. Hier haben wir noch eine, die ist aber nicht halb so schlimm. Wenn man erst mal weiß, wie es geht. Da sind wir nämlich schon wieder da. Und die Maske setzt sich jetzt wieder alleine auf. Hervorragend.